Hey Esra, hast du dich bei Bermudafunk reingehackt? Natürlich, über die Liebe. Ach, die Sefki. Genau, meine Freundin. Und die Sefki heißt die Liebe, wusste ich nicht. In der Türkischen ist das so. Jeder Name bedeutet was. Ja, Esra hat auch eine Bedeutung. Das bedeutet? Das Geheimnis. Oi. Also gut, wir übernehmen jetzt Bermudafunk und als erstes spielen wir den Jingle. Hallo Freunde, hallo Feinde, hallo Individuum, hallo Gemeinde, hallo Wölfe und hallo Schweine, hallo Fink, hallo Star, hallo Meise, hallo Bäume und hallo Fluss, hallo Hypophyse, hallo Hypothalamus, hallo Dunkelheit und hallo Licht, hallo du, hallo er, hallo ich, hallo Luft, hallo alle Dinge mit Streifen, hallo alle Dinge, die sich als andere Dinge verkleiden, alle Dinge, die fühlen, alle, die denken, alle, die schreiben, alle, die wühlen, lenken, schweben, leiden und alle Dinge, die schweigen, alle Dinge, die schreien und andere Dinge zerfleischen, hallo alle, die sich vor den anderen Dingen verneigen, hallo Dinge, die gleichen und andere Dinge zerreißen, andere Dinge dazu verleiten, sich mit anderen Dingen zu streiten, hallo alle Dinge, die unfassbar übertrieben flauschig sind, alle, die bewiesen, jedoch schier unglaublich sind, hallo Moleküle und hallo Quanten, alles, was es gibt, rufe ich auf, um hier zu tanzen. Hello, Kultura! Hello. Zum Quadrat. Es ist 16:01 Uhr. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr hört eine Sendung Kultura zum Quadrat, was auf Bermudafunk, dem freien Radio Rhein-Neckar, auf den Frequenzen 89,6 und 105,4 zwischen Mannheim und Heidelberg über den Äther ausgestrahlt wird. Besucht auch unsere Webseite www.bermudafunk.org. Dort kann man uns über den Livestream auch empfangen. What's the look? What's the look? What's the look? The look of love. What's the look? What's the look? The look of love. What's the look? What's the look? The look of love. What's the look? The look of love. Ja, das ist gut. Es ist der 28. Mai 2022 und wenn das nicht stimmt, dann hört ihr eine Wiederholungssendung. Für alle, die uns noch nicht kennen, erläutere ich, dass hier in der Sendung Kultura zum Quadrat wir verschiedene Künstler aus dem Raum Rhein-Neckar zu Wort kommen lassen, die über sich, ihre Kunst und ihren Beweggründen, warum sie die Kunst machen, mit mir darüber sprechen werden und die Sendung wird jeden zweiten, vierten und fünften Samstag immer neu produziert, natürlich immer dann um 16 Uhr und mein Name ist Michael Stepaniak, auch als Shampoos bekannt. Das war geil gesungen, ey. Nein! Ja, es ist jedes Mal anders. Weißt du, das ist so geil. In der heutigen Sendung habe ich eine Poetin, eine Schriftstellerin, eine Künstlerin eingeladen. Sie ist wie ich, sie traut sich an alle Kunstrichtungen ran, einfach der Kunst verpflichtet, würde ich mal sagen. Diejenige sitzt neben mir und wartet auf ihren Einsatz. Wenn ihr selber hier bei mir im Studio befragt werden wollt oder Lob oder Kritik loswerden wollt, dann schickt mir eine E-Mail an kultura@gmx.de. Außerdem, ganz wichtig und ganz neu, die Sendung wird mittels Kameras aufgezeichnet und spätestens morgen auf dem YouTube-Kanal Kultura mit C geschrieben und das zweite Wort Bermudafunk veröffentlicht. Das sind zwei Kameras, die das aufnehmen und ich muss das schneiden, ich muss noch den Sound vom Radio drunter legen und das alles bearbeiten, aufs Netz stellen, das dauert. Deswegen zwei Tage gebt mir und dann könnt ihr das alles dort anschauen. Also noch einmal, Kultura mit C geschrieben und Bermudafunk auf YouTube. Und dort könnt ihr die Sendung auch visuell verfolgen. Manchmal ist das super interessant, mal reinzuschauen, was wir hier so tun. Ja. Deswegen mache ich das seit Sommer. Also gut. Ihr könnt uns auch hier im Studio anrufen. Sollen die Leute das machen?
Wenn sie Lust haben, warum nicht? Okay, also wenn ihr die Ezra persönlich sprechen wollt, die jetzt immer wieder mal hustet, hoffentlich hast du kein Corona. Nein, habe ich nicht. Dann ruft uns hier ins Studio an. Die Nummer lautet 0621 in Mannheim und 33939801. 0621 in Mannheim und 33939801. Ich wiederhole später das nochmal. Gute Fragen bitte. Look of Love. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, begrüßt mit mir hier im Studio von Bermudafunk in der alten Feuerwache die Poeten, Schriftstellerin, Künstlerin. Ezra Özen. Hi Ezra! Hi Michael! Oh. Hi! Also gut, wirklich, ich fühle mich irgendwie eine Zwillingsschwester neben mir sitzen zu haben. Wirklich, weil wir es in Besprechungen schon erörtert haben. Du versuchst dich tatsächlich in allen Kunstrichtungen, die es gibt. Genau. Ja. Gott, das werden wir heute mal ein bisschen erörtern. Ein Teil schätzungsweise davon. Aber erstmal zu dir. Das ist der Blog, wo wir persönlich werden und wo wir erfahren, wo du herkommst. Du kommst aus Mannheim. Ich bin waschechte Mannheimer Türkin, ja. Waschechte Mannheimer Türkin. Mhm. Das heißt, dieses Türkin, das unterstreichst du schon, dass du schon die Wurzel dort hast. Deine Eltern kamen sicherlich aus Türkei. Klar, es ist so, man ist 200%, wenn man andere Wurzeln hat. Man kennt zwei Kulturen, lebt in ihnen und kann sich auch ganz verschieden austoben. Ich mache das mittels der Sprache. Mhm. Auch in allen Kulturrichtungen, auch im Türkischen, ja, genau. Und auch im Deutschen. Genau. Also, weißt du, ich habe zwei Söhne und der eine kann wunderbar Polnisch sprechen, ich komme aus Polen, mhm. Aber der andere kann überhaupt nicht Polnisch sprechen und du würdest ihn nicht mal anmerken, dass er polnischen Papa hat. Ja. Bei mir war das so, meine Mutter hat mich nur auf Türkisch verstanden. Deshalb, sie hat mit mir Französisch, Latein und Deutschvokabeln gelernt, aha, und Grammatik und so. Ihr habe ich das zu verdanken, dass ich so eine Sprachkünstlerin geworden bin. Gott. Ja. Da kommen wir hier. Also, aber wenn du hier waschechte Mannheimerin bist, bist du auch eine waschechte Neckarstadterin? Nein, ich komme am Wasserturm. Also Lindenhof bin ich geboren. Mhm. Und dann sind wir an Wasserturm gezogen, in die Nähe. Ja, genau. Gut. Natürlich, das ist schon die noblere Gegend, würde ich mal sagen, oder? Schwäziger Vorstadt ist das oder schon Nein, Oststadt? In der Straße vom Cinemax. Sagt ihr das was? Also in Quadrate? Ja, an der Musikhochschule. Ja, in der Musikschule. An der Musikhochschule. Mhm. Ja, okay, genau. Quadrate. Gut. Quadrate, genau. Ja, Quadrate ist was Besonderes. Da habe ich auch mal gewohnt. Oh. R6 ist mein Adresse. R6, okay, gut. Für die Zigaretten. Es gab so Zigaretten. Ja, R6. Genau. Haben, glaube ich, nur Frauen geraucht. Und deine Quadrat war? N7. N7. Gab es Zigaretten N7? Nein, oder? Nein, eigentlich gab's nicht. Gab es gar nicht so? Nee, leider nicht. Dann weiß man, in N7 hat die Ezra Özen, die Künstlerin, mal gewohnt. Immer noch. Da wohnst du immer noch? Ja, genau. Oh Gott. So lange eine Adresse? Ja, seit über 35 Jahren. Krass. Genau. In 35 Jahren weißt du, wie oft ich umgezogen bin. Das ist ja Wahnsinn. Also gut. Ezra Özen in Quadraten, in der Nähe von Cinemax, versteht sich als die waschechte türkische Mannheimerin. Türkische Mannheimerin. Genau, Mannheimer Türkin. Gut, ja. Also Mannheimer Türkin. Genau. Das heißt, Mannheimerisch sprichst du auch? Ein bisschen, ja. Gut. Und jetzt werden wir übergreifen zum Thema, zu deiner Kunst. Genau. Und über die wir heute hier hauptsächlich sprechen werden, ist die Poesie. Haha, du hast Po gesagt. Nee, Poesie. Das habe ich also, ausgelassen. Ja, ich habe es gesagt. Gut. Also über die Poesie. Und wie du dazu kamst, wie es, ich meine, glaube ich, jeder intelligente Mensch schreibt. Naja, bei mir war das nicht so sehr. Nicht so sehr was? Intelligenz oder Schreiben? Intelligenz ist schon drin, aber das mit dem Schreiben war eigentlich ein Ventil. Ah, siehst du. Gut, da kommen wir gleich, weil wir jetzt zwischendurch ein Lied spielen werden, was du vorgeschlagen hast. Genau. Wir entspannen die Leute, die wissen jetzt, mit wem wir heute zu tun haben. Und was hast du als erstes vorgeschlagen? Also von Bayerisch Manço, Allah bene, Pula bene. Das bedeutet? Das ist eine türkische Musik. Das ist eine türkische Musik. Es ist ein sehr alter Künstler, der gestorben ist. Ja. Und es heißt,
beriesel mich mit deinem Staub sozusagen, also mit deinem Liebesstaub sozusagen. Eine Liebeserklärung an einen Staubsauger? Nein, nicht so. an die Sternhaler vielleicht. Kultura zum Quadrat hat das Vergnügen, eine Poetin, Ezra Özen, bei mir im Studio begrüßen zu dürfen. Ezra Özen hat sogar Bücher veröffentlicht. Oder ist dabei, noch ein zweites Buch zu veröffentlichen. Das erste wurde ziemlich arg. Gedichte. Und darüber reden wir heute, oder? Ja. Also Ezra,
Du, sag mal erstmal, wann hast du angefangen zu schreiben? Mit 9 Jahren. Mit 9 Jahren. Und da war am Anfang in Türkisch und dann irgendwann mal in Deutsch und irgendwann mal auch in Englisch. Ja, genau. Die Zeit, wo sagst du, in dieser Zeit habe ich die meisten Gedichte veröffentlicht, geschrieben. Die Zeit, in der ich mich komplett auf die Gedichte konzentriert habe, war welche Zeit? Bis zu 4 Jahren habe ich eigentlich unbewusst geschrieben. Bis vor 4 Jahren. Und jetzt schreibe ich fast 4 bis 5 Gedichte am Tag. Ja. Vier Gedichte am Tag. Gut. Die Gedichte, sind das so gereimte Gedichte oder ungereimte Gedichte? Sind das alles so gefühlvolle Gedichte? Genau. Gefühle, die als Ventil hast du gesagt. Als Ventil. Als Ventil braucht man, wenn irgendwo auf der einen Seite drückt. Nein. Oder wie funktioniert das als Ventil? Also es ist so, ich bin Sufistin. Sufistin? Genau. Und ich schreibe auf dem Pfad der Liebe über die Selbsterkenntnis in dieser Richtung. Genau. Meine Gedichte beschreiben die Liebe in verschiedenen Lebenssituationen. Aber Sufistin, du erzählst das, Sufistin, das ist etwas Spirituelles ist etwas, wo man selber eigene Erfahrung mit Gott macht und sowas. Oder Energie oder sowas. Liebe, genau. Liebe. Ich liebe die Liebe, der Liebe zu Liebe. das ist die Sufistin. Das heißt, du schreibst auch deine Erfahrungen mit der Energie. Mit der Liebe, mit Gott, göttliche Energie. Mit der göttlichen Energie, ja. Darüber handeln deine Gedichte. Ja, genau. In den letzten 20 Jahren habe ich verschiedene Erfahrungen gemacht. Und zwar ganz klein, erst religiös angefangen und dann bin ich spirituell geworden. Ja. Also ein Leben ohne diese göttliche Energie kann ich mir nicht vorstellen. Das heißt, es gab irgendwelche Erfahrungen, die gesagt haben, Alter, pass auf, da ist nicht alles nur Wasser, was man kriegt. Nur Wasser, was man kriegt, genau. Was waren das für Erfahrungen? Wenn du darüber reden kannst, ich meine, das sind immer so. Ja, natürlich. Ich meine, das sind so Sachen, weißt du, wo der Dritte manche nicht versteht, aber derjenige, der verstehen soll, der wird das jetzt heute verstehen. Also, genau, so sehe ich das jetzt, auch. Ich bin jetzt ganz Ohr. Okay, vor 20 Jahren bin ich durch einen Zufall, es gibt keine Zufälle, sondern Fügung ist meine Meinung. Ich wollte eigentlich nach Antalya in Badestrandurlaub mit meiner Schwester, mit meinen Schwestern. Und damals hat mich mein Onkel dahin gefahren, also uns hingefahren. Und auf dem Weg nach Antalya kommt man an Konya vorbei. Konya ist die Begräbnisstätte von Mevlana Rumi. Und ich habe gesagt, Onkel, können wir da vielleicht vorbeifahren? Und er so, ja, warum nicht? Und damals muss ich wohl ein Gebet gemacht haben, das mein ganzes Leben komplett verändert hat, ja. Ja. Ja, was ist da passiert? Oh, ich bin erstmal über die Mystik, also Religion, Mystik und dann ins Spirituelle gekommen. Es ist wie Grundschule. Was ist da passiert, da wo der Onkel euch hingefahren hat? Er hat gesagt, du musst jetzt einen besonderen Wunsch dir wünschen und der wird in Erfüllung gehen. Okay. Und der Glaube an diesen Wunsch hat mein Leben komplett umgedreht. Okay. Ja. Mhm. Ja. Ist das so, dass du jetzt das ständig machst, dir etwas Sachen wünschst und die werden ständig erfüllt? Also ist es so, ich glaube, dass jeder Wunsch in Erfüllung geht, den wir uns aus vollem Herzen wünschen. Mhm. Weil wenn man an was nicht glaubt, dann passiert es auch nicht. Ja, aber man könnte meinen, es geht nur um die großen Wünsche, aber nein, es gibt auch die kleinen Wünsche. Also glücklich sein zum Beispiel jeden Moment. Ich bin glücklich, dass ich dich heute treffen konnte. Geht's mir genauso. Ja. Yeah. Aber noch zu diesen Wünschen und Erfüllen. Mhm. Bist du schon so weit, dass du eigentlich damit mit Selbstverständlichkeit lebst? Dass das Universum dir ständig irgendwas schickt, was du dir gerade wünschst? Also, es ist so, es fügt sich ja wie Wasser. Wasser geht seinen Weg. Mhm. Wenn es Hindernisse gibt, dann wird das Wasser um dieses Hindernis drum weggehen. Mhm. Oder so stark werden zusammen, dass man dieses Hindernis zusammen aufräumt. Mhm. Und daran glaube ich. Heute räumen wir auf. Ja, ja. Heute reden wir über die Liebe, was wir in unserer Zeit sehr, sehr stark brauchen, finde ich, in dieser Welt, wo so viele Kriege herrschen, psychische oder auch reelle Kriege. Alter, das kann ich nur, ganz kurz, nur mein Lied, Refrain, jetzt plötzlich mal singen, pass auf.
Es gibt nur das eine, was uns heute hier rettet. Alles besänftigt, die Wogen zerglättet. Was verbreitet Frieden, vernichtet alle Kriege. Das, was uns rettet, das ist... Liebe! Nur die Liebe. Grüße! Alter, wie ja, gesagt, genau. Schwester im Herzen, ja, im Geiste. Also gut. Okay, gut. Also gut. Dann würde ich mal sagen, kannst du mal was vorlesen? Genau, es ist mein Lieblingsgedicht. Ja. Und es ist ein sehr spirituelles Gedicht. Gut. Dann sage ich noch etwas, weil wir haben noch mal kurz über die Wünsche gesprochen, über das da mit dem Wasser. Hast du gesagt. Ich habe auf der einen Seite habe ich relativ Panik davon, darüber zu erzählen, aus dem Grunde, weil ich denke, wenn ich darüber erzähle, verschwindet es oder wird es nicht mehr wahr. Aber ich kann euch nur sagen, der Shampoos, also ich hier, wünsche mir andauernd Sachen, die sofort passieren. Auch der Parkplatzfund, der ist das nicht ist einfach nicht so, ohne, sondern der kommt von oben. Ja. Genau, also jetzt okay. Bist du dran. Mein Lieblingsgedicht, mit dem ich überall anfange, heißt Liebeserklärung. Ich liebe dich. Warte, wir machen Stimmung. Okay. Liebeserklärung. Ich liebe dich nicht nur, weil du bist, wie du bist, sondern weil ich bin, wie ich bin, wenn ich bei dir bin. Esra Özen, Liebeserklärung. Gut, philosophisch, klasse. Wow. Alter, Liebe. Okay. Du hast noch mehr, oder? Also du hast ein ganzes Buch dabei. Du konntest jetzt mal. Das sind gute Gedanken. Das sind Gedanken, die dich da. Ja, weiter. Ich habe ein krasses Gedicht. Willst du mal sowas hören? Voll krass, ja. Okay, gut. Voll krass. Soll ich andere Musik dazu spielen? Oder lass die Musik passt? Es ist schon in Ordnung. Warte mal, ich musste mal gucken. Ich guck mal in der Seite, ich kann sie leider nicht. Ein krasses Gedicht kann sich nicht so einfach finden lassen. Nein, das findet sich nicht leicht. Ja, genau. Ja, die Gedichte, wie schreibst du sie? Also, jetzt wie gesagt, auf den Knien? Ist ein Flow. Hast du ein Notizbuch immer dabei? Ja, ich habe immer Ledereinbandbücher dabei. Gut. Ah, und die Sefki hat mir mal früher immer sowas geschenkt. Da habe ich da drin immer mein Tagebuch quasi geschrieben. Mhm. Aber das war auch so eine Geschichte. Solange ich an diesem Tagebuch geschrieben habe, wollte sich nichts ändern. Genau. Kaum habe ich aufgehört, das zu schreiben, kannst du nicht sich darauf konzentrieren, hat sich komplett das Leben wieder verändert. Weißt du? Also ich habe eigentlich das Gefühl, dass Gedichte sich selbst offenbarende Aussagen haben. Ah. Und deshalb schreibe ich lieber, egal wie hart ich schreibe, mit einem positiven Ende. Das ist mit Wendepunkt. Ich hab's gefunden. Gut, jetzt kommt krasses Gedicht. Okay, gut. Weißt du noch? Weißt du noch, wie du mich in Trance spieltest mit deiner lieblichen Musik unter Lichtern in der Abenddämmerung? Im Namen der ewigen Liebe. Ich verschenkte alles, was mir blieb. Nur dir zuliebe. Weißt du noch? Ach so, sogar den Teufel hatte ich lieb. Ich habe mich jetzt überredet. Soll ich nochmal vorlesen? Ja, mal. Esra Özen, erzählt uns jetzt, singt uns quasi ein Gedicht. Das heißt? Weißt du noch? Weißt du noch? Weißt du noch, wie du mich in Trance spieltest mit deiner lieblichen Musik unter Lichtern in der Abenddämmerung? Im Namen der ewigen Liebe, sogar den Teufel hatte ich lieb. Ich verschenkte alles, was mir blieb, nur dir zuliebe. Weißt du noch? Cool. Es ist ein sophistisches Lied, man glaubt es nicht, weil der Teufel drin ist. Aber es gibt ohne das Gute das Böse nicht und ohne das Böse das Gute nicht. Zumindest würden wir es nicht erkennen, genauso wie ohne das Helle wird das Dunkel nicht geben. Weißt du, ich habe dich extra mal hingesetzt für die Kameras, später kann man sehen, im hellen Hintergrund, dass man gut deine Haare sieht, wenn du zum Beispiel jetzt mal ohne diesen Hintergrund wärst, dann wirst du quasi unsichtbar. Dunkel, genau. Und ich glaube daran, dass man mitten in der Nacht, mitten im tiefsten Dunkeln am meisten das Licht erkennen kann. Ja, und am besten.
Alter, es gibt sogar Leute, die in ganz, ganz tiefen Dunkeln waren, auf einer Wüste, wo es kein Stadtlicht war, nichts, wo sie da, sich da waren in der Wüste, um Sterne zu beobachten. Genau. Dass der das Licht der Sterne hat den Weg gezeigt. Mhm. Sogar es gab Schatten von den Sternen. Alter. Genau, das ist es so. Und das Schönste sind die Sterne in unseren Augen. Glaub ja, mir. Mal lächeln, mal alles nass in die Augen. Gut, das kann man klären, ja. Ja. Da blitzt das. Das blitzt. Ja. Genau. Alter, ich habe ich jetzt einfach die Zeit, die passieren. Das heißt, wir lassen das nächste Lied mal sein. Ja. Und reden jetzt mal über die Kunstprosa. Kunstprosa, genau. Das ist etwas, woran du jetzt gerade arbeitest. Genau. Das ist ein neues Projekt. Und, genau. Du hast das jetzt geschickt an mehreren Verlage. Mhm. Aber trotzdem, du kannst natürlich nichts davon vorlesen, weil das jetzt wird veröffentlicht irgendwie offiziell. Genau, und dann hat es keinen offiziellen Charakter genau. mehr. Aber ja. Du kannst was darüber was sagen. Du wolltest mal eine Einleitung sagen oder sprich bitte. Ich lasse dir jetzt einfach okay, das Wort. Die Einleitung ist ja die Liebeserklärung. Ne? Ich weiß nicht mal, ob ich die Überschrift sagen darf. Ich tue es mal nicht, aber auf jeden Fall die Unterüberschrift heißt In Echtheit und Echtzeit der Liebe. Mhm. Ich habe das an den Surkamp Verlag geschickt, habe leider das Anschreiben vergessen. Aber wenn Sie Lust haben, können Sie mich ja immer noch anrufen oder die Kontaktdaten haben Sie ja. Auf jeden Fall habe ich dieses Buch in 5 Nächten, 5 Stunden geschrieben. Gott. Genau. Es war eine schwere Diagnose, die ich hatte. Und ich wollte, dass mein Baby auf der Welt bleibt. Ach, du hast Angst, dass du jetzt nicht überlebst. Du musst schnell was für einen Stein von dir in der Welt lassen. Ja, das war so. So heftig war das? Das war so, ja. Ich habe von 3 Ärzten gesagt bekommen, ich habe nicht mehr lang zu leben. Oh, ja, ja, ja. Und ich lebe immer noch. Es sind 6 Jahre vorbei. Alter. Und gut sogar, ja. Aber der Schock, der hat dich so motiviert, dass du in 5 Tagen, 5 Nächten... Nein, nur 5 Nächten. 5 Nächten dein Buch geschrieben hast. Eigentlich innerhalb von 5 Stunden, ja. Und was finden wir? Finden wir so ähnliche Gedichte, wie ganz wir jetzt anders. Gerade geschrieben? Ganz anders. Ganz anders. Es wird in Prosa trotzdem Poesie sein. Es ist Philosophie. Philosophie. Psychologie. Mhm. Die Liebe im Alltag, aber anders verpackt. Es ist komplett ein 48-seitiges Buch. Komplett kann man in 15 Minuten durchlesen. Oder auch als kleines Gedicht mit 10 Zeilern immer abgehackt für einen Tag sehen. Ja. Mhm. Genau. Bist du so eine liebevolle Mensch oder ist das ein Mensch, der sich nach Liebe sehnt? Es ist so. Oder siehst du in den ganzen Erschaffenheit der Erde einfach nur die Liebe? Ja. Es ist so, die Liebe kennzeichnet sich dadurch, dass es viele Gegensätze gibt. Ich schreibe auch über andere Dinge, Groll und alles Mögliche, aber verpackt, anders. Mhm. Weil ich bin der Meinung, Slogans wie No War Ja, aber wenn man sagt No War, spricht man ja eigentlich das Negative aus. Ja, ja, ja. Man sollte sich mit dem Positiven, make peace, aber nicht no war dahinter setzen. Ja, ja, klar. Oder Verständnis. Oder, wie soll ich sagen, liebt einander. Also, ich kann das vielleicht mal erklären. Mhm. Es gibt nämlich zumindest in meine Sophistik. Man stellt sich vor, die Engel stehen über einen und versuchen, jeden deinen Wunsch zu erfüllen. Und manchmal sind die schwerhörig. Mhm. Und dieses No haben sie nicht verstanden. Genau so ist es. Du Verstehst hast es du? Begriffen. Yeah. Ja, und dann passiert, wow. Und ich denke, ach, der Michael wünscht sich wow. Genau. Krieg, der wünscht sich Krieg. Weil er sagt, no war, hat er nicht verstanden. Manchmal, eben, und deswegen sagt man mal schon vorsichtshalber, positiv, sagen Frieden, 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 weil das wird der Engel über mich ständig hören und dann nicht erfüllt ist. Genau. Klar, logisch. Frieden. Genau. Und das bringt natürlich von vornherein ein positives Gefühl. Erlebnis auch. Ja, und Gefühl, ja. Ja, es ist eine Erkenntnis eigentlich, dass man so denkt. Ja. Weil wenn ich negative Worte in meinen Sprachalltag mit einbeziehe, werden sie ein Teil von mir. Ja, Mann. Ja. Und wenn du sagst, die sind selbst erfüllend, hier deine Gedichte,
Ja gut, da musst du ja über Liebe schreiben, weil die Liebe will ja jeder, oder? Ja, genau. Ja, bist du, also im Persönlichen, bist du ein liebumgangener Mensch? Ich versuche es zumindest, ich gebe mein Bestes. Naja, aber die Umgebung, ja. Schenkt sie dir Liebe? Natürlich. Siehst du. Auf jeden Fall. Da gibt es keinen Mangel, ich oder? Ich habe ein Bild. Ich sitze wie Siddhartha am Baum. Ja. Ja. Und meditiere. Mein Rückhalt ist der Baumstamm. Okay. Baumstamm ist wie... Wir haben Wurzeln, aber der Baumstamm ist wie Elif. Elif ist der erste Buchstabe im arabischen Alphabet. Genau, und ist das Symbol für Allah oder für Gott. Ja. Und eigentlich habe ich die Stütze Allahs oder Gottes hinter mir. Das ist eine positive Energie, indem ich das Negative ausatme und das Positive einatme. Weil der Baum neutralisiert ja alles. Wir sind eins miteinander. Ja. Ne? Und der schon alleine durch die Wurzel neutralisiert das. Man sagt ja immer, weißt du, stell dir vor, du hast jetzt so Wurzel und alles Negative schickt einfach die Wurzel runter. Man erdet weißt du? Sich. Genau, das man ist das erdet ja. sich. Jo. Bist du auch Reiki-Meister? War ich mal. Der Meisterin auf wirst dem du? Weg. Ah, okay. Auf dem Weg. Also gut. Okay. Wie gesagt, das ist ein Buch, was jetzt nach dem Verlag sucht. Du hast noch erzählt, es gibt Verlage, die dir mit Handkuss nehmen würden. Ja, aber darüber reden wir gleich, weil ich gucke mal auf die Uhr. Ja, das hätten wir ja schon längst machen müssen. hätten wir reden sollen über die Verlagswelt. Ja, aber jetzt machen wir tatsächlich einen Break und überspringen ein Lied und spielen das nächste Lied, was du spielen wolltest. Was El ist das? Beste von Candan Erçetin. Söyleyip
madem. İnanmadım asla, inanamam. Her şeyin bir sonu olduğuna. Elbette bazen çiçek açıp bazen solacağım. Elbette daldan dala konup sonra uçacağım. Ağlıyorsam yarın güleceğim. Elbette önce çekip gidip sonra döneceğim. Kultura zum Quadrat. Alter, wir haben uns hier verquatscht. Ich muss das mal auf YouTube sehen. Wir haben es gerade... Also wirklich, das ist, da habe ich wirklich die Zeit verloren. Also gut, wo sind wir jetzt gerade? Wir sind jetzt so weit, dass wir jetzt mal ein Lied gespielt haben. Was war es nochmal für ein Lied? Elbette von Candan Erçetin. Dein Mikro war aus. Achso, Elbette von Candan Erçetin. Gott, richtig. Okay. Jetzt reden wir jetzt mal von, schauen wir hinter die Kulisse. Mhm. Normalerweise will ein Künstler seine Kulisse nicht zeigen, weil genau. dann sehen die anderen, dass es eigentlich kein Hokuspokus ist, sondern jeder sieht, wie dass es machbar ist für jeden. Das Aber ist machbar, ja. Wir sind alle Menschen, wir haben alle 10 Finger und wenn einer was kann, dann kann der andere es auch. Bloß ist es die Macht. Wie macht man es denn? Also, wie schreibst du deine Gedichte, deine Prosas, deine... Mein Werk. Erstmal von der technischen Seite. Die technische Seite. Also oftmals habe ich einen Gedanken, ein Bild vor Augen und versuche es dann zu umschreiben. Ich benutze genau dieses Bild, das ich vor Augen habe, nicht. Ich versuche genau das zu schlucken, damit man erfährt, wohin geht die Reise. Mhm. Es ist jedes Mal, jedes Gedicht ist eine Reise für sich. Mhm. Manchmal ein Blick in die Sterne, manchmal in eine Melone. Kommt drauf an. Mhm. Und das beschreibst du dann? Ja, genau. Gut. Und das Schöne ist, es kommt meistens was ganz anderes dabei raus. Ich benutze zum Beispiel immer oder meistens 1 bis 2 Wörter nur für eine Zeile. Mhm. Ich schreibe nicht im Reim mittlerweile, weil es langweilig ist. Kunstprosa ist zum Beispiel, sich im Flow zu begeben. Das, was man fühlt und was man realistisch denkt, miteinander zu verbinden, mit dem Bauchgefühl und dem Verstand zu vereinen. Und dann ist es sogar so, dass man nicht mal einen Buchstaben verändern kann. Mhm. Sonst verdreht sich alles. Ein Buchstabe, ja. Kannst du dir das vorstellen? Ja, ein klar, Punkt. Klar, klar, ja. Ja, so logisch. Das war immer so lustig. Ich war mit einer Japanerin verheiratet und sie sagte zum Beispiel, ich gehe jetzt mal Blödchen holen. Das ist nur ein Buchstabe. Oder wo fallen wir hin? Ja, wo fallen wir hin? Sehr ist auch schön, nur ein Buchstabe. Ja, ist auch nur ein Buchstabe, genau. Ja, also es ist so, man kann zum Beispiel bei mir 2 bis 3 Zeilen verbinden, man kann sie auch einzeln lesen. Und jedes Mal ist es ein anderer Sinn. Ich gucke mal, ob ich noch ein Beispiel dafür habe. Das also du benutzt super. Jetzt keinen Computer? Nein, aber also gut, während du jetzt suchst, dann erkläre ich allen, dass wir gerade mal Kultura zum Quadrat auf Bermudafunk 89,6, 105,4 im normalen Radio zu hören. Also 89,6, merkt euch das mal. 105,4, wenn ihr im Auto fährt. Ansonsten bermudafunk.org, dort könnt ihr natürlich unsere Sendung live streamen. Das ist auch nicht einfach. Also das ist, da müsst ihr auf den Lautsprecher klicken, dann noch einen Link klicken, durchlesen. Ich habe schon mal bei uns im Radio erzählt, die sollen das vereinfachen. Hoffentlich machen die das, weil das ist überall einfach, bei uns ist das kompliziert. Aber wenn ihr uns hört, dann habt ihr schon alles richtig gemacht. Okay. Und jetzt nochmal, die Ezra Özen, die Poetin, die mein Gast heute ist, hat jetzt irgendwas gefunden in ihrem Handy. Was ist das? Liebe. Was denn auch anders, ne?
Aber guck, ich zeig dir anhand dieses Gedichtes, ja, dass man mehrdeutig bei mir lesen kann. Gut, dann mache ich mal wieder mal Stimmung, oder? Okay. Liebe ist hart Stil. Eine Stilrichtung bei manchen. Nur Mode. Für kurze Zeit eine Erscheinung, ein Bild, ein Lied. Ein Gefühl. Geteilt, vervielfacht. Entzogen die größte Leere. Einfach Fülle von Raum und Zeit. Mehrfach Frieden. Bist und hast du schon? Cool. Hast du jetzt verstanden, was ich meinte mit dem Mehrdeutigen? Ja. Wenn ich sage, Liebe ist hat Stil, eine Stilrichtung bei manchen. Man kann sagen, bei manchen nur Mode, aber man kann sagen, eine Stilrichtung bei manchen. Ja. Ne? Also so spiele ich mit den, ja, Gedanken. Gut, mit Wörtern muss man spielen als Poetin, als Schriftstellerin. Also von technischen her, das ist natürlich, du hast geil, ich habe von technischen gefragt, du hast von technischen, wie ein Gedicht entsteht. Ich meinte, jetzt benutzt du Computer oder ach benutzt so, du Blatt? Das ist geil. Das ist natürlich, ein Poet erzählt natürlich auf eine andere Art, ist selbstverständlich. Was habe ich denn schon erwartet? Ah, okay, gut. Ja. Also, ich habe meistens so Liedereinbände. Es sieht mir an ja... mit einem Stein noch innen drin. Ja, nein, es ist gut. Ein Amethyst, ein Türkis. Ja, ja. Jedes Mal ist ein anderer Stein dabei. Oder die meisten hole ich mir eigentlich auf dem Weihnachtsmarkt, auf dem besonderen indischen Stand. Mhm. Aber leider konnte ich das die letzten 2 Jahre nicht. Ich habe aber Bücher geschenkt bekommen. Cool. Selbstgemachte. Also die Leute wissen, dass ich auf Stifte und auf Bücher stehe, die ja mit Ledereinband sind. Und ja. Also unsere Freundin Sefki hat dich vorgeschlagen. Die Sefki ist unsere Freundin und heißt die Liebe. Die Liebe, genau. Sie wollte eigentlich heute mit den Kindern dabei sein. Früher war Sefki hier meine Co-Moderatorin, ja, und hat über mehrere Sendungen, vielleicht sogar ein Jahr durch, hat komplett mit mir hier eine Sendung mitmoderiert. Da sind wirklich wunderbare Erfahrungen dabei entstanden. Ist ein Gast zum Beispiel viel zu spät gekommen und dann alles komplett unsere Struktur, wie wir hier sie machen, umgeschmissen, wollte, dass wir ihn quasi beleidigen in der Sendung. Haben wir es alles gemacht. Also gut, das war mit der Sefki. Jetzt, die Sefki hat natürlich mir auch so Bänder geschickt, so ähnlich. Auch mit Lele eingebunden, so richtig schöne Sachen zu schreiben. Das benutzt du als, das ist das, was du immer in der Tasche trägst und das ist, genau, falls du jetzt gerade den Einfall hast, dass du das... wenn ich im Flow bin, muss es schnell gehen. Aber du hast irgendwo mir auch verraten, dass du auch mal Romane schreibst. Oder Kurzromane oder Kurzgeschichten. In Kunstprosa. In Kunstprosa, das sind Kurzgeschichten. Genau. Ah, das sind ja ultra kurz, oder? Wenn genau, Kurzprosa, ultra kurz. Das schafft man die auch, okay. Dazu brauchen wir immer noch keinen Computer. Es ist so, ich schreibe ja meine Gedichte auch auf Facebook. Aha. Ja, genau. Die schreibe ich, wenn ich nachts in der, im Bett liege. Gut. Und mir gerade den Tag Revue passieren lasse. Ja. Diese sind ganz frisch vom Backofen. Mhm. Dann im Facebook oder Instagram seit neuestem. Da würden sich natürlich viele Leute freuen, dich dort zu finden. Unter was sollen sie suchen? Esra Osen mit Z. Ja, Osen. 780, das ist mein Instagram-Account. Und Esra Ösen, da gibt es 4, 5 Stück. Aber, die hübscheste bist du dann. Ja, die hübscheste bin ich. Gut. Cool. Also Esra Ösen, das findet ihr schon. Mit Z. Mit Z. Ösen. Ja, genau. Ätzend. Nein, bist du auch. Selbst für Ösen. Selbst prophezeien. So bin ich früher genannt worden, deshalb. Jetzt waren wir noch so weit, dass du noch erzählt hast, dass dieser Sufismus ist ein Teil von deiner Poesie. Genau. Du hast erzählt, da gibt's auch noch diesen typischen Sufisten. Sufi-Tanz, ja. Der sich einfach dreht. Sema-Zen, ja. Da wollte ich noch mal wissen, weißt du, was in so einem vorgeht, während er sich so dreht? Wird er hypnotisiert? Ist er da oder nicht mehr da? Es ist, man sagt, dass es eine geistige Sache ist, eine Herzenssache. Eine Vereinigung von Geist, Verstand und Seele. Mhm. Und diese ganzen Figuren, sag ich jetzt mal, die man während dem Tanz macht, miteinander und
im Einzelnen haben alle eine besondere Bedeutung. Die kann ich nicht so ausprägen, das würde jetzt bestimmte Stunden dauern. Aber das Wichtigste ist, dass man die Liebe, die man von Gott erfährt, wieder an die Menschheit zurückgibt, dass man als Mittler besteht. Und das passiert, während er tanzt, das soll das zumindest bedeuten, diese laute Drehung, Liebe empfangen und an die Menschen geben. Und es ist immer ein Hin und Her zwischen dem Diesseits und dem Jenseits, also mit dem Reellen und der Herzenswelt, ne? Also, du musst mal überlegen, diese Drehungen sind mit auf einer Stelle und das zweite Standbein hilft immer, sich zu drehen. Mhm. Ja, wie die Weltkugel. Ja, also das sehe ich unter dem Rock nicht, was er da macht. Das sieht man. Sieht man, okay, da muss man reingucken. Genau. Macht er das lange? Dreht er sich stundenlang oder was? Man kann sich stundenlang drehen, das ist Meditation. Das ist eine Meditationstechnik, cool. Tatsächlich. Mhm. Und die ganzen Instrumente, Ney zum Beispiel oder Darbuka nimmt man nicht, aber die ganzen anderen Instrumente, die sind auch mit Bedeutung. Mhm. Also es sind sophistische. Krass. Ja. Meditierst du auch? Ja. Und wie meditierst du? Unterschiedlich. Also eigentlich habe ich angefangen mit dem rituellen Gebet, aber ich versuche die Suren wie Mantras zu sprechen, Schutzsuren oder Liebessuren oder Dinge, die mir bestimmte Dinge bewusst machen. Ich habe ja auch ein bisschen Arabisch gelernt während meinem Religionswissenschaften Studium, das ich leider abgebrochen habe. Aber das hat mir den Weg zum Sophismus auch irgendwo gezeigt. So ist das Leben, ja. Ich meine, das Leben spürt nicht immer der Plan und so wird es gemacht. Genau. Sondern das Leben ist irgendwie passiert anders. Aber gut, jetzt noch mal zurück zu den Gedichten. Mhm. Wir haben, wenn ich jetzt zum Beispiel den Arabischen gucke, da werden Gedichte extrem gefeiert, Persischen. Da gibt es ja so ganze Festivals, Gedichtefestivals und sowas. Genau. In Spanien, wenn die Leute gehen in riesen Fußballstadion und nur um Gedichte zu hören. Genau. Wir haben hier in Deutschland eher so Mode gehabt auf Poetry Slams. Unter der Gürtellinie. Meistens. Und je tiefer unter der Gürtellinie, desto lustiger und desto Gewinner waren das. Mhm. So richtige Poesie, die wird hier öfters mal vielleicht in Liedern versteckt. Ja. Vielleicht mal auch im Hip-Hop Lieder, nicht allem, aber manchen schon. Also wie siehst du die Welt hier, wo du hier in Deutschland ist, Poesiewelt, wie erlebst du sie, wenn du Vorlesungen machst oder so Sachen? Also bei meinen Lesungen sind es ausgewählte Leute, die kommen. Das ist meistens so 20 bis 40 Leute, die kommen. Meistens meine Freunde, die dann wieder Freunde mitnehmen und so erweitert sich mein Leserkreis. Und in Frida Kahlo zum Beispiel habe ich meine Bücher ausstehen, da kann man die lesen und wenn man möchte, kann man die auch bei mir erwerben. Ja. Wow. Ich erlebe das in bestimmten Cafés, da wird man gefeiert als Dichterin, wie mich oder anderen auch, die tiefsinnigere Sachen lesen. Und aber im Grunde genommen muss man, je lustiger, desto besser. Ja. Weil sich einfach darauf einzulassen, manchmal muss man, weiß ich nicht, woran es liegt, vielleicht in Gedichten sind immer Inhalte versteckt und man muss suchen, wo ist jetzt der Inhalt jetzt und so. Erklärst du das vorher, nachher oder lässt du es einfach offen? Also, es ist so, man kann sich mit mir unterhalten über meine Gedichte, wenn man was nicht verstanden hat, wie ich es meine. Oder sie fragen dann, wie meinst du das? Wir machen viel Sufi-Abendmäßig oder aber auch die Leute, die mich nicht kennen, die wissen meistens nicht, was damit gemeint ist. Sie lesen das sehr oberflächlich, die Art der Liebe, aber ich meine es meistens viel tiefsinniger. Jedes Wort hat seine Bedeutung, so wie zum Beispiel Wasser die Liebe ist oder der Wind eine Nachricht ist zum Beispiel oder ein Vogel
mit der Rose ein Liebesduett spielt zum Beispiel oder so. Ah. Das kann ja auch philosophisch sein, sowas genau. Wie, ich hasse dich, weil ich dich liebe. Genau. Also gut. Gut, ich würde jetzt mal trotzdem jetzt mal, auch wenn es so angenehm jetzt ist, mit dir zu plaudern, ich mache jetzt trotzdem einen Break, damit die Leute jetzt erstmal mal Luft schnappen. Was hast du weiter vorbereitet? Du hast ja irgendwas vorbereitet. Genau. Udo Lindenberg habe ich gerade. Ja, aber ich würde gerne Pink lesen, also haben, okay. Weil meine Nichte das haben wollte. Ach, so eine. Die so eine ist das, wegen deiner Nichte. Wegen einer Nichte, ja. Also gut, dann hören wir mal Pink. Und da wissen wir schon, warum. Wegen Nichte, wie heißt die Nichte? Eileen. Eileen, ich grüße dich aus Mannheim, aus Bermuda Funk, aus der alten Feuerwache. Und dieses Lied spielen wir nur für dich. Alle anderen hören weg. Just imagine people laughing high. I know someday we will. And even if it's far away, get me through another day. Cover me in sunshine. From a distance, all these mountains are hard, just some tiny hills. Wildflowers, they keep living on high, oh, they're just there still. I've been missing yesterday, but what if there's a better place? Kultura zum Quadrat hat das Vergnügen, die Esra Üsen bei uns hier im Studio befragen zu dürfen zu einem kulturellen Interview. Esra, die Zeit rennt wie verrückt. Wir haben schon so viel gesprochen und es gibt noch so vieles, was wir besprechen möchten. Und Esra, mal deine Nichte, wie heißt sie nochmal? Eileen. Eileen, du warst die Einzige, die dieses Lied, was vorher lief, hören durfte. Alle anderen haben es illegal gemacht. Ja. Wenn sie es gemacht haben. Hast du gehört, Eileen? Und der Rest wird angeklagt und verurteilt. Eileen und du auch, ne? Ich habe euch beide lieb. Und Senem, ich dich auch und alle anderen. Ja. Nicht Senem, Senem ist eine andere Freundin. Sefki. Ja, genau. Senem würde das auch vielleicht hören. Ja, siehst du jetzt, bin ich in diesem türkischen Flow und alle meine türkischen Freunde, die hier in Mannheim sind, hören das sicherlich auch zu. Also ihr seid natürlich alle gegrüßt und auch nicht die türkischen, sondern auch die deutschen. Alle, aber ja. Aber wir Mannheimer gut, ja, und Heidelberger und alles, was hört. Alter, jetzt haben wir uns über den Kopf und Kragen gesprochen, geredet. Ja. Jetzt, du hast vorher gesprochen, du machst Lesung in verschiedenen Cafés und das sind ausgewählte Leute, die sich auch darauf einlassen können. Genau. Weil man muss sich wirklich bei Poesie auf etwas einlassen. Ich kapiere es nicht, dass die anderen Länder es können und wir in Deutschland können es nicht. Wir werden immer besser. Gut, wir werden es immer besser. Okay. Genau. Bei deinen Lesungen kommen schon, hast du gesagt, 40 Leute, aber du machst auf deine Arbeit auch nur Vorlesungen. Genau, und zwar halte ich Mann-zu-Mann Lesungen. Nochmal, in Bios. Mann zu Mann hast du gesagt. Mann zu Mann, oder Frau zu Frau. Gut. Genau. In, bitteschön. Im Bios.
Das ist ein Friseursalon. Das ist das deutschlandweit erste und einzigartige Friseur-Inklusionsprojekt. Das bedeutet, Leute mit Handicap kommen zu euch und lernen und schneiden Leute. Genau, und auf jeden Fall sind und alle wir... Wo ist das? Es ist in der Neckarstadt West, in der Ackerstraße, Ecke Riedweltstraße. Das ist in der Nähe von Lupinenstraße. Oh ja. Das wolltest du nicht, dass man das sagt, aber... das ist so quasi Ecke. Aber das ist ja das Sozialprojekt an sich, dass man versucht, sozial schwachen Leuten zu helfen, indem normale Preise angeboten werden und Sozialpreise mit Tafelausweis, mit Sozialausweis und so. Die kriegen bei uns Sozialpreise. Und es gibt aber Unterstützer bei uns von der Stadt Mannheim und allem Möglichen. Sogar Leute von Karlsruhe und Stuttgart kommen zu uns, damit sie sich nur eine Handmassage, eine Kopfmassage und einen Schnitt verpasst haben können. Ja. Es ist ein kunterbuntes Dasein, sehr menschlich und sehr toll. Und du bist da auch eine Friseurin? Ich lerne, ja. Du lernst. Und wenn du jemandem die Haare geschnitten hast, dann erzählst du ihm zwei Gedichte. Darf ich zwei Gedichte lesen? Ja, wenn man wenn man liebt. Darf es hören. Er darf es hören. Genau, darf es hören. Ja. Neues und ein altes. Ja. Okay. Genau. Und wie reagieren die Leute drauf? Super. Cool. Also es ist ja ein Kunstprojekt auch irgendwo und viele kommen auch ins Weinen oder ins Lachen, je nachdem. Aber es ist eine sehr tolle Atmosphäre. Ja. Gott. Dann du hast gesagt, ein Stichwort SAP. Ich erzähle dir mehr darüber. Was erzählst du mir über SAP? Also SAP, da werde ich am Donnerstag um 19 Uhr, diesen Donnerstag, den 2. Juni ab 19 Uhr lesen. Ich bin Überraschungsgast. Die erste Dichterin, die seit 40 Jahren dieser Vernissage, die besteht, lesen darf. Und ich bin total stolz drauf. Das hat mir die Sammy, meine Meisterin, irgendwie so reingemogelt. Aber ich bin so glücklich, das war mein größter Traum. Ja. Jetzt, wie kann ich mir das vorstellen? SAP Arena voller Menschen? Nein, Waldorf. SAP Waldorf. Ich würde gerne in der SAP Arena lesen. Ja, irgendwann, das ist mein Traum. Aber nein, wir reden SAP Büros im Waldorf. Büros, ja, Headquarters. Ja, und Building 5, ja. Jetzt noch einmal. Da gibt es ein Vernissage und die Vernissage willst du Frauen im Blick. Und da werden Bilder ausgestellt. Genau. Und zwischendurch werden deine Gedichte vorgelesen. Ja, ein, zwei Gedichte. Klasse. Genau. Manchmal auf Vernissagen ist da so Geige und Klavier spielt immer wieder Hintergrund. Genau. Ich bin überrascht. Ja, das ist sowas wie plötzlich Ablenkung nur von den Bildern. Das, was sich nicht nur auf eine Sache konzentriert. Genau. Coole so ist Sache. Das, du hast super verstanden. Ja. Und das zu Thema Frauen. Im Blick. Gut. Ich schreibe über Frauen in der Kunst, ja. Du malst aber selber auch Bilder, darüber haben wir aber kaum was gesprochen. Deine Bilder sind nach sophistischer Art, hast du mir gesagt, in den Rhein gefallen. Genau, und zwar ist das ein Ablösungsprojekt Prozess von meiner Vergangenheit gewesen, damit ich frei sein konnte, neue Kunst zu machen. Damit muss man die Umwelt verschmutzen. Nein, das ist ja alles biologisch abbaubar. Gut. Ja, meine Bilder nicht. Ich male Acryl oder Öl. Und da ist ja voll viel Chemie. Ja, ich weiß. Aber so viel Chemie ist da durch die BASF schon drinnen. Die fressen die Bilder auf. Ja, genau. Und landet wieder im Kreislauf der Kultur. Alter, genau. Schwede. Ey, weißt du was? Wir haben komplett die Zeit vergessen. Wir spielen hier zum Schluss gar nichts mehr. Okay, oder? Gut. Wir spielen nichts nicht mehr. Dann, was erwarten wir uns nochmal von deinen Projekten? SAP, dann das zweite Buch und... Wie soll ich sagen? Ja, was glaubst du? Das Buch, okay. Schreibst du vielleicht wieder was Neues? Bist du dabei, vielleicht einen Roman zu schreiben? Hast du Lust auf so? Ich habe vor, mein Lebenswerk zu schreiben über mich selber. Mhm. Aber anhand eines Teilkrimis und einer Tragikomödie. Ja. Ah, so, das heißt, dein Erlebnis ist verpackt in eine andere Geschichte. Genau. Das heißt, die Leute von vornherein nicht wissen, dass es die Esra ist, sondern eine andere. Es wird aber nichts wie Harry Potter, also was anderes. Besser. Ja, oh Gott.
Ja, ja, oh Gott, vielleicht Lieder machen. Spiel, das machst du uns, du. Ich würde auch. Ich habe ein Angebot bekommen, Songtexte zu schreiben. Wow, für? Für. Oder Lindenberg? Nein. Oh. Über die Selgi. Sie hat gesagt, sie kennt Leute. Und ich möchte noch nicht genau darüber sprechen. Gut, also die Sefki nochmal, das ist ein Mensch, der alle Leute irgendwie hier vermittelt. Sie hat dich an mich vermittelt, ja, dich jetzt genau. An einen anderen Musiker. Ja, genau. Und im Internationalen Theater Frankfurt darf ich eventuell auch lesen. Eieieiei. Also, es passiert sehr viel. Ich verabscheue uns langsam von euch Mannheimern bis Heidelberger. Du natürlich auch. Ja, Tschüssikowski. Genau. Tschüssikowski. Ich hab euch ja lieb. Und unser Gast, ihr wisst, war die Esra Özen. Tschüssikowski. Nein, da ist noch ein bisschen Zeit. 10 Sekunden. Musst du jemanden grüßen? Ja, meine ganze Familie, meine ganze Freunde, Biosladen und alle, die ich vergessen. Ich auch. Alter Schwede.